Hallo Ali, willkommen beim neuen Lenkbar-Vlog. Schön, dass du dabei bist. Ich bin im Auto und ich fahre nach Hause. Ich war nämlich bei einem ganz netten Kunden und jetzt fahre ich nach Hause, weil ich was vergessen habe, was ich für den nächsten Kunden brauche. Deshalb fahre ich jetzt nach Hause und hole das Ding für den nächsten Kunden. Und dann fahre ich dorthin und hoffe, dass das alles funktioniert. Ja. Das Wetter ist ein bisschen eigenartig, es drückt ein bisschen so diese Schwülität und so, ihr wisst Bescheid. Aber wir kriegen das schon alles hin. Ansonsten ist der Plan weiter zu tun. Die Gerichtsverhandlung ist bereits verschoben. Also da haben wir überhaupt keinen Stress. Das haben wir eh alle gewusst. Und damit ist alles schön entspannt. Jedenfalls ist das schon mal abgearbeitet. Die Dokumente sind bei der Anwältin. Und andere Dokumente werden wieder bei Gericht einlangen. Und ganz tolle Sachen. Wenn euch Thema Gericht interessiert, dann sucht euch doch mal auf YouTube den Kanal Johnny's World. Denn der prozessiert gerade gegen Lego. Und der war so ein hochoptimistischer Mann, den Q-Man gesagt hat, sie unterstützen ihn und übernehmen die Kosten. Und das passiert jetzt aber nicht. Das sind so richtige Großkonzerne. Da darfst du als Kleiner nicht mitmischen. Das ist immer so. Ja, der Plan ist heute, einen Ausflug nach Wien zu machen und griechisch essen zu gehen. Ja, bin gespannt, ob das was wird oder ob das auch abgesagt wird. Wir werden das feststellen. Der Restmüll ist bereits abgeholt. Der Hund hat schon Reis gefressen. Meine Frau ist in der Arbeit. Ja, hallo, die ist in der Arbeit. Wie verrückt ist sie? Es ist Freitag. Sie ist seit anderthalb Wochen im Krankenstand, weil es ihr schlecht geht. Und jetzt geht sie einen Tag arbeiten. Sie meint, weil sie am Montag Dienst hat, also 25 Stunden, und das möchte sie nicht als erstes. Soweit würde ich es verstehen. Ich wäre an den Standpunkt gesagt, nö, ich mache sicher keinen Dienst, wenn es mir noch nicht gut geht. Aber meine Frau ist ein bisschen fixierter. Und ich habe einen Rasenroboter gebrauchterweise bestellt und festgestellt, dass der ein Begrenzungskabel braucht. Da werden wir wohl wieder ein Video machen, wie ich mich ärgere über Rasenroboter und Ding. Dann werden wir schauen, was der Rasenroboter sagt, wenn ich ihn auf meine Kasperltheaterwiese stelle. Der wird ganz schlimme Dinge machen, schätze ich mal. Und wird meine Fichten abmähen und sonstige schlimmen Sachen. Da bin ich schon sehr neugierig. Wir werden das feststellen. Das wird ein Spaß. Euch zeige ich jetzt kurz die blauen Wolken und die schöne Musik, während ich die SSD hole, die ich hoffentlich finde. Und ein True Image. Ja, das ist das große Konzept. Und dann fahren wir. So machen wir das. Los geht's. Ich packe noch ein, bevor ich habe schon so einen Unfall. Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch so gut wie mir. Mir geht's gerade gut. Ich habe geschlafen und ich wurde heute um 5.15 Uhr von meinem Wecker aufgeweckt, weil ich vorher arbeiten gehe. So, bin gleich wieder da. Erfolg! Naja, zumindest das Holen der Platte ist mal gelungen. Ja, es ist gerade das Leben sehr aufregend. Die Kinder freuen sich, die sind nämlich bei der Oma. Die sind gerne bei der Oma. Und, oi, da kommt ein Auto, aber in Schnecken. Na komm, ach so, das ist ein Kollege, der keinen Führerschein hat. Da gibt es ein paar Nachbarn, die ohne Führerscheine durch die Gegend fahren. Da muss das so sein. Und er dreht auf meinen Grundstück um. Hallo, Privatgrundstück. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Ich sage Ihnen, es ist ein Privatgrundstück. Bitte? Nein, nicht auf meinem Grundstück. So, habe ich ihm mitgeteilt. Das ist der unsympathische Kollege, der früher mit dem Moped gefahren ist. Er wird gleich eine Besitzstörungsklage haben. So machen wir das. Ja, warum nicht? Darf ich ja, kann ich ja, ist ja lustig. Dreh mich um. Naja, so machen wir das. Ansonsten, ob ich das auf YouTube stelle, da bin ich schon neugierig. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, so leben wir, so machen wir das. Ein bisschen anlegen, ein bisschen reiben, ein bisschen anpassen an die Gesellschaft. Das ist das Richtige.
und Geld ausgeben. So machen wir das. Das ist das große Konzept. Los geht's! Einige Stunden sind vergangen, ihr werdet fragen, was hast du gelernt, alter Mann? Und ich sag's euch, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, dass man einem laufenden Windows-Server nach dem Tausch auf eine SSD, wenn man das RAID neu einrichten will, bei der Meldung, möchtest du wirklich die Daten dieser Festplatte löschen? Wenn man ja sagt, auf Englisch nur yes. Und dann kommt, are you really sure? I will cut down the internet. Everything will go black and there will be no more power whatsoever. Und dann klickst du auf yes, I have understood, I've read, I want it. Und dann verschwindet. Das ist lustig. Also das Fenster vom RAID Manager bleibt offen. Die Windows Startleiste verschwindet als erstes. Ohne Kommentar einfach weg. Dann verschwindet der Mauszeiger. Und dann sieht man das RAID-Fenster noch so circa 15 Sekunden, um dann einen Stoppcode zu halten. Und dann spricht man, ja, Blue Screen. Und das war's dann. Und der Rechner ist futsch. Habe ich wieder was gelernt. Jetzt hätte ich gesagt, und was hast du dann gemacht, wenn du den Rechner geschossen hast? Gar nichts habe ich gemacht. Ich habe zuerst das alte RAID entfernt, die neue Platte eingebaut und die Daten vom alten RAID auf die neue übertragen. Hab mit der neuen gestartet und da habe ich das gemacht, weil ich die zweite Platte nur zuhängen wollte. Um zu lernen, nö, so intelligent die RAID-Verbunde auch sind und so standard die Daten auch sind, also du kannst da RAID-Platten auf einen anderen Rechner hängen, so sehr kannst du sie nicht erstellen, wenn mal Daten auf der Platte sind. Das heißt, du musst wirklich erstellen mit zwei knockerten Platten, dann machst du RAID und dann spürst du die Daten ein. Ja, habe ich jetzt gelernt. Ihr habt es auch gelernt. Habt ihr was gelernt, weil ich was gelernt habe. Das ist doch wunderbar. Ah, die Laune ist so, naja, wischiwaschi. Ich habe ja vorher geprüft, ob jemand im Haus arbeitet. Und original, nachdem ich dann den Klonvorgang gestartet habe und die EDV offline war, dann ist jemand ins Haus gekommen und wollte tun. Und gesagt, sorry, jetzt geht nichts mehr. Jetzt ist es vorbei. Aber es ist gut, dass ich es heute gemacht habe, denn ab nächster Woche ist ernsthafter Betrieb im Haus. Und da hätte ich sicher Riesenzopf. Ja. Weitere Erkenntnis, so viel schneller ist gar nicht mit der SSD. Sie ist schon schneller, aber ich nicht. Ja, egal. Hauptsache es rennt. Schauen wir mal. Jetzt hat er mal gemeldet, dass das nicht konsistent ist. Jetzt müssen wir das mal anschauen. Aber da lasse ich mir jetzt Zeit. Ich habe heute einen Termin in Wien, den werde ich wahrnehmen. Bin gespannt, was da wieder auf mich zukommt. Es wird aufregend, es wird wunderbar, es wird katastrophal. Ich bin überhaupt von uns überhaupt begeistert. Jetzt weiß ich nicht, wann ihr diesen Vlog sehen werdet. Ich schätze mal verhältnismäßig spät. Andererseits beginnt mein Termin ja erst um 4. Das heißt, wenn ich das Notebook mitnehme und das gerade funktioniert, könnte ich euch das sogar schon vorher bereitstellen. Das wäre natürlich ein glorreiches Konzept. Das könnte ich angehen. Soll ich das machen? Oder soll ich den Hund grüßen? Der Hund auf halb, der ist ganz gut. So, und ist ganz ein netter. Ja. Gut, die gute Nacht ist, ich habe noch nichts gegessen, weil ich wirklich gearbeitet habe. Von vorhin bis jetzt arbeite ich durch. Jetzt habe ich noch vor, das WC zu besuchen und dann eine Weiter arbeiten. Und nicht essen, erst später werde ich essen. Und da werde ich dann wahrscheinlich so viel essen, dass mir so richtig massiv schlecht wird. So wie das üblich ist. Und das Wetter ist sehr gedämpft und schwül. Also es drückt bis zum geht's nicht mehr. Ich bin da am Wegschwitzen irgendwie. Ja. Aber nicht nur ich, sondern alle. Ja, schauen wir mal, wie wir weiter tun. Ich melde mich gleich wieder nach dieser kurzen Unterbrechung. Eine Info am Rande, meine Buchhaltung stimmt. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe ernsthaft alle Belege bei der Hand und mein tatsächlicher Kontostand stimmt mit dem virtuellen Geldbörselstand oder umgekehrt überein. Ich bin so stolz auf mich. Ihr habt überhaupt keinen Schimmer. Ja, heute ist ein eigenartiger Tag. Das Wetter ist sehr eigenartig. Das Leben ist sehr eigenartig. Die Stimmung ist sehr eigenartig. Und meine Frau ist ganz lieb. Ha! Jetzt habt ihr gedacht, ich sage, sie ist eigenartig. Nö, nö, meine Frau ist so super. Die ist die Beste von uns überhaupt. Und die arbeitet jetzt wieder. Und hat mir schon den Dienstplan für Oktober geschickt. Die hat keine Hemmungen, die Frau. Ich sag's euch. Ja. Bin gespannt, ob heute eine Regenabteilung kommt oder nicht.
So, das wird schon sehr neugierig. Sehr, sehr neugierig. Das ganze Leben ist sehr interessant. Leider verzögert sich's wieder um 3 Wochen. Haben wir ja eh gewusst. Da stellt sich ja, dass nichts Gutes passiert. Ja, schauen wir uns mal die Covid-Zahlen an. Jetzt machen wir das. Die Zahlen und Fakten für den 19.08.2022. 5.678 laborbestätigte Fälle, 5.100 Genesene und 423,1 die 7-Tage-Inzidenz. Ja, ich bin planlos in Wien, die Feuerwehr ist hinter mir und blinkern fleißig und ich bin total im Stress. Und da ist ein Pimpfel, ein gelber Pimpfel, schaut euch das an. Los geht's! Das war's dann schon wieder für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielleicht habt ihr glorreiche Inputs für mich, die das Leben verbessern, die mich intelligentisieren oder euch das Leben schöner machen. Da würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis morgen, bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem YouTube-Kanal.